Was ist eigentlich besser? Ladenlokal, Büro und vor allen Dingen, was blockiert Wachstum im Unternehmen? Das Ideal, das soll dich begeistern, das soll dich motivieren, das große Picture oder die großen Schritte. Da musst du dich drauf hinarbeiten. Du hast ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, dem liegen schon im Vorfeld ein paar Fehler zugrunde, ein paar Denkfehler. Also erster Punkt ist, heute mit einem sehr spannenden Thema, was viele Makler beschäftigt, nämlich was ist eigentlich besser, Ladenlokal, Büro und vor allen Dingen, was blockiert Wachstum im Unternehmen? Und der Wendelin und ich, wir werden hier mal so ein bisschen jetzt uns austauschen. Mhm. Und du hast ein paar Fragen. Genau, ich habe ein paar Fragen. Erstmal genau. Hallo an alle Podcast-Zuhörer und alle Zuschauer. Und zwar die Frage, Ladenlokal oder Büro? Ne? Jetzt in meinem Business oder meinem Unternehmen hat sich die Frage nicht gestellt, mache ich jetzt ein Ladenlokal oder ein Büro? Aber als Makler stelle ich mir durchaus die Frage, hole ich mir ein Ladenlokal vielleicht irgendwo in der Innenstadt, zentral, ne? Wo muss ich das holen? Wann? Direkt von Anfang an? Oder gehe ich zuerst in ein Büro, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, im zweiten, dritten Stock, wo ich jetzt keine Marketingmöglichkeit nach außen habe, keine Schaufenster? Diese Frage stellt man sich ja. Früher oder später. Und dem wollte ich mal auf den Grund gehen. Und du hast ja schon im Vorgespräch kurz gesagt, ja, aber dem liegen schon im Vorfeld ein paar Fehler zugrunde, ein paar Denkfehler auch, der Frage an sich. Genau. Also erster Punkt ist, dass wir die Maklerschaft ja unterteilen können. Ne? Also wir haben einmal viele Makler, die auch von zu Hause arbeiten, Homeoffice machen und so weiter. Das ist für den Start mit Sicherheit auch eine Lösung oder ein erster Punkt, um überhaupt mal so Fuß zu fassen und ein bisschen Geld zu verdienen. So, aber jetzt muss man sich eine Sache natürlich vorstellen, ist erstens, zu Hause zu arbeiten, braucht oder bedarf einer unerhörten Disziplin, wirklich sauber zu arbeiten. Ich halte davon nichts und mal abgesehen davon, wenn ich ein Geschäft eröffne, dann muss ich auch auf kurz oder lang die Sichtbarkeit haben. Ja, weil es bringt halt nichts, wenn ich ein Geschäft betreibe, wo es um viel Geld geht und die Leute mich nicht kennen und ich nicht sichtbar bin. Damit ist das Thema auch schon durch. Ne? Ja. Von der Arbeitsweise mal ganz zu schweigen, zu Hause ist zu Hause und am Ende des Tages eine Firma, einen ordentlichen Standort. Auch einfach die räumliche Trennung. Ich kenne es ja von mir, ich habe ja auch am Anfang zu Hause gestartet und das, wenn man ein Büro hat, ist es was ganz anderes. Genau. Es geht aber eigentlich auch um Professionalität, mhm. Dass man das auch nach außen wirklich zeigt, ja. Und für sich auch selber mal eine klare Entscheidung trifft. Kompetenz ist, jetzt kann man natürlich sagen, ich bin ja trotzdem kompetenter, aber arbeite von zu Hause aus. So, aber das ist aber keine sichtbare Kompetenz. Mhm. Es geht ja um die Sichtbarkeit der Kompetenz auch. Guter Punkt. Ne? Und jemand, der von außen drauf schaut, ne, der wird leichte Zweifel haben, dass jemand, der kompetent ist, ja auch direkt in der Folge erfolgreich sein muss. Und jemand, der erfolgreich ist, ist in den Köpfen der Leute, sitzt nicht in einem Homeoffice. Ja, eine ganz dumme Frage jetzt von mir, ganz naiv. Mhm. Wo macht ein Makler aus dem Homeoffice überhaupt seine Einkaufsgespräche? Genau, der fährt zum Kunden raus. Mhm. Das ist ja beim ersten Gespräch noch in Ordnung. Mhm. Aber beim zweiten Gespräch sollte ich schon in der Lage sein, zumindest auf kurz oder lang, das Gespräch auch im Büro zu machen, den Kunden einzuladen, Eindruck zu machen. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also gewissen Eindruck vermitteln, ne? eine Professionalität vermitteln. Was ja auch wieder, ne? Also wenn ich ein ordentliches, aufgeräumtes, gut designtes oder gestyltes Büro habe mit ordentlichen Möbeln, dann zeige ich damit ja auch Kompetenz. Oder ich untermauere zumindest ja. Kompetenz. Ne? Komplett. Wir meinen jetzt hier nicht diese Showmaker-Style, also keine Ahnung, aber Show machen, sondern es gehört alles zusammen. Ja. Okay, so das müssen wir differenzieren. Punkt Check, Haken dran. Punkt Nummer zwei, was ich beobachte, ist, dass die Makler so ein Idealbild haben, also das ideale Makler-Ladenlokal oder das ideale Büro. Und da ist eigentlich schon der nächste große Fehler. Natürlich ist es ein Ideal zu haben, super. Und das soll auch so sein. Du sollst dir dein Ideal kreieren
und entwickeln oder dich dahin entwickeln. So bringst du es ja selbst auch bei. Absolut. Ja. Genauso soll es auch sein. Nur die Frage ist natürlich, hey, ist das von der Stufe der Entwicklung der richtige Ansatz, wenn man vom Homeoffice direkt ins Ideal reingeht? Das ist so ungefähr so, wie wenn der 18-Jährige seinen Führerschein macht und sagt, ich möchte als allererstes einen Ferrari fahren. Ja. Dann wird der Papa auch und Mama auch sagen, ja komm, lass uns doch mal mit dem Golf starten. Ne? Oder mit irgendeinem anderen Auto. Ja. Verstehst du? Also ich bewege mich langsam daran, weil ja auch viel damit zusammenhängt. Mhm. Es hängt damit zusammen, wer sitzt denn in dem Laden? Ist der Laden besetzt oder steht der mehr leer, als dass er besetzt ist? Ne? Also das hat alles seine Folge. Bei einem Ferrari oder Porsche oder dicken Mercedes, da ist es ja auch so, kann ich denn als 18-Jähriger, der sowas noch nie gemacht hat, noch nie in so einem Auto gefahren ist, also gehen da auch Emotionen hoch mit mir oder durch, nicht nur hoch, sondern durch mit mir. Und ist das nicht vielleicht sogar auch einfach eine Gefahr, dass ich noch gar nicht mit so einem Ding umgehen kann, noch gar nicht weiß, was läuft? Ne? Ja. Ist ja nicht umsonst so, dass bei einem Porsche GT3 direkt ein Fahrsicherheitstraining mit da oder bei einem Fahrsicherheitstraining mit dabei ist. Oder andere, man stellt ja auch nicht jemanden ein und gibt dem direkt das allerhöchste Gehalt, das man bekommen kann. Und ich gebe ihm auch nicht alle Aufgaben sofort. Ja. Ne? So, also verstehst du, das hat Stufen, ne? Entwicklungsstufen. Und das hat auch was mit Vernunft zu tun. Jetzt kommt aber der Punkt. Da jetzt diese Kolleginnen und Kollegen, Maklerinnen und Makler, dieses Ideal im Kopf haben, blockieren sie natürlich jetzt auch ihr Wachstum. Also sie sind zu Hause, sagen, ja, ich kann ja keine Mitarbeiter einstellen, weil ich bin ja zu Hause. Okay, jetzt nehmen sie sich ein, sagen wir mal, 35 Quadratmeter Ladenlokal, was ja nicht viel größer ist als das zu Hause. Mhm. Ne? Und dann sitzen sie da oder auch 50 oder 60 Quadratmeter und denken das aber nicht zu Ende. Warum? Vom Platz her denken sie, ja, weil es ihr Ideal ist. Es ist in dem Moment, oh, toll und alles schick und alles schön. Jetzt sitzen sie dann auf einmal da drin und dann geht es weiter, aber sie bleiben im Hamsterrad, weil man nicht versteht, du machst Umsatz, um dann Personal einzustellen. Das ist the way to go. Du musst einfach begreifen, Personal einzustellen. Ja, und ich könnte jetzt auch jedem hier den Zahn ziehen, aber das ist jetzt auch dann Unternehmercoaching, den Zahn ziehen, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht. Und du brauchst eine bestimmte Anzahl, damit du überhaupt irgendwann mal in die Situation reinkommst, also in die Lage versetzt wirst, wirklich an deiner Firma arbeiten zu können. Du wirst mit 3 Peoples niemals an deiner Firma wirklich arbeiten. Es ist ein Märchen, es ist eine Lüge, das ist eine Unwahrheit. Das geht nicht. Ist nicht machbar, weil es dafür viel zu viele Rollen in einem Unternehmen gibt. Und erst ab einer bestimmten Größenordnung des Unternehmens kommst du in die Lage, kommst du in die Situation, kommst du überhaupt erst in die Möglichkeit hinein, an der Firma zu arbeiten. Ja. Okay, du beobachtest mich ja den ganzen Tag. Ja, ich würde sagen, was da auch nämlich ein spannendes Thema ist, ist auch jetzt die Entwicklung ja bei euch, weil es hat sich ja in den letzten Monaten auch so viel getan. Das ist ja auch nochmal eine ganze Folge für sich, was da passiert ist. Personaltechnisch, entwicklungstechnisch, produkttechnisch, alles. Genau. Ne? Und also du brauchst eine bestimmte Größenordnung, um wirklich überhaupt mal in dieses Setup zu kommen, was du brauchst. Okay, gehen wir wieder zurück zum Thema. Am Ende des Tages, es ist im ersten Schritt eigentlich egal, ob du ein Laden oder ein Büro hast. Ich würde sogar eher fast ein Büro wählen, um erstmal ins Laufen zu kommen. Weil du brauchst Platz. Platz für Wachstum, Platz für Expansion. Und du brauchst im Prinzip immer doppelt so viel Platz, wie du jetzt denkst, dass du es brauchst. Also wenn du so 50 Quadratmeter im Blick hast, dann brauchst du 100. Damit du auch so diese Motivation, diese Begeisterung entwickelst, ja, du kommst da rein, da sind 3 Räume leer, also die will ich voll machen. Also das ist schon eine sehr positive Beeinflussung auch vom Mindset. Und da ist natürlich ein Büro erstmal leichter zu finden, das ist kostengünstiger, ja, und du kannst dich auch erstmal finden und kannst dich erstmal reinarbeiten überhaupt in das Thema. Mhm. Warum? Der Laden mit 35 Quadratmeter, weil der jetzt vielleicht eine schicke Lage hat,
bringt aber bestimmte Dinge mit sich. Das heißt, du wirst relativ schnell feststellen, dass es zu klein wird. Und dann begrenzt du dich ja schon wieder, wie bei deinem Homeoffice. Ja, ich kann ja keine Leute einstellen, wo soll ich denn die hinsetzen? Also stehst du wieder vor der Frage, was mache ich jetzt? Mhm. Also verstehst du, du haust ja eigentlich einen Stopp nach dem nächsten rein. Stopp, stopp, stopp. Ne? Und sehr spannend. Wir haben ja das Thema, du musst fahren, also wie beim Autofahren, ne? Drive, fahren. Und dann kommen einfach Hindernisse, Problemchen, die kommen einfach. Und die musst du lösen, also debuggen. Ne? Bug in der Computersprache, Bug. Und dann kommt der Debug. Und dann fährst du wieder weiter. Also Drive, Debug and Drive. Ja? Ich brauche gar nicht den Bug, also Drive, Bug, Debug, brauche ich gar nicht ansprechen, weil der kommt sowieso. Der ist halt klar, dass der kommt. Vollkommen logisch. Krass. Also da gibt es überhaupt gar keine zwei Sachen, weil das ist einfach unternehmerischer Alltag, dass immer irgendwo was gedebuggt werden muss. Ne? Und dann Drive. Und wenn du dich also permanent auf zu kleinen und schmalen Sohlen bewegst, ne, dann brennen dir die halt immer wieder durch. Ja, und du bist immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, immer wieder aufs Neue. Also brauchst du einen gewissen Platz, du brauchst einen schönen Besprechungsraum, dass du eine Vertriebsassistenz einstellen kannst, dass du ein, zwei Makler einstellen kannst, dass du jemand hast, der telefonieren kann, damit du permanent rundlaufend deine Akquise geregelt kriegst, ja. Und da setzen ja viele schon in der Vorstellung, setzt ja schon aus. Stattdessen sitzen sie lieber im Hamsterrad, machen alles selber, sind völlig überfordert, wissen gar nicht, wohin mit ihrer Zeit, ne? Und die ursprüngliche Sache ist Raum, Räumlichkeit. Und mit Räumlichkeit brauchst du im Personen. Du brauchst Mitarbeiter, wie das Wort schon ist. Mitarbeiter, Menschen, die mitarbeiten, die mithelfen, Leistung zu bringen. Ja, weil du kannst ja, du musst dich ja schon begrenzen, weil du sagst, ja, also mehr als einen Auftrag schaffe ich ja gar nicht. Ja, das ist es ja? Halt. Oder zwei vielleicht so, ne? Und ich habe jetzt gerade eben noch mit einem gesprochen, der hat 8 Aufträge gesagt, wer machst denn das eigentlich? Ja? So, er schafft es ja gar nicht. Ja. Oder eine andere, 10 Aufträge. Ich sage, ja, wie machst du denn das alleine? Ja, ganz schön schwierig. So, dann heißt, wir holen rein, wir holen rein, wir holen rein. Aber eigentlich ist es ja nicht in Ordnung. Weil du musst ja im Prinzip, wenn du etwas versprichst, dann musst du ja auch die Voraussetzung dafür haben, dass du es leisten kannst. Mhm. Sonst bleibt es ja liegen oder es verzögert sich. Und dafür brauchst du Platz. Also ein Büro und Personal. Weil wenn du doch weißt, wie die Aufträge reinkommen, oder? Dann musst du doch auch wissen, wie du Geld verdienst. Dann gibt es keinen Grund mehr dafür, nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Also das ist so, und dann kommen wieder so, und das ist aber nur Betrachtung, ne? Das ist so irgendwas, ja, und ich habe aber ja kein Geld. Und aber wenn du doch kein Geld hast, wenn du das Mindset hast, kein Geld zu haben, dann weißt du ja nicht, wie du Geld verdienst. Dann lern doch erstmal, wie du als Makler Geld verdienst. Mhm. Und wenn du weißt, wie du Geld verdienst, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Aber das Ideal kommt sowieso. Und zwar Schritt für Schritt, wo du dich ranbewegst. Ja. Genau wie bei uns auch. Ja, ist ja genau so. Aber das darfst du von vornherein haben. Das soll dich begeistern, das soll dich motivieren. Das große Picture oder die großen Schritte, da musst du dich drauf hinarbeiten. Ja, das ist genauso wie der Wunsch nach einem tollen Auto. Ja klar, kannst natürlich zur Bank rennen und dir das finanzieren. Beim Auto ist es ja noch okay, ne? Aber wenn du permanent sozusagen Wünsche auf Kredit kaufst, dann macht das halt eben keinen Sinn. Ja. Ne, das macht einfach keinen Sinn. Also du musst auch mal lernen, auf etwas längerfristig hinzuarbeiten. Und das ist gemeint mit dem Ideal. Das ist und es. Dann mach doch bitte ein 35 Quadratmeter Ladenlokal ist kein Ideal. Okay? Dann mach doch bitte in deinem Köpfchen mal einen richtig geilen Laden und fang an zu kreieren und mal dir mal richtig eine tolle Sache aus, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt ein Ding, da wache ich aber morgens von alleine für auf, ja, um dahin zu kommen. Und das ist eigentlich schon das Ding. Okay. Sehr schön. That's it. Das ist also quasi, wenn man es einfach zusammenfasst, sein Ideal zu haben, nicht direkt das ganz, ganz große letzte Büro mit 3 Standorten noch, sondern dann Schritt für Schritt, aber sich nicht in seinem Wachstum, und das ist, glaube ich, so ein sehr wichtiges Learning, zu begrenzen. Genau. Das ist ja das Target am Ende ist, was ist mein Ideal? Wo will ich wirklich hin? Wie ist es in der Endstufe? Mhm.
So soll es ja sein. Ja. Und das soll dich ja zum Brennen bringen, diese Endstufe. Aber diese Endstufe hat, sagen wir mal, 10 Stufen auf der Leiter. Aber das soll dich motivieren, dahin zu gehen und diese 10 Stufen der Leiter hochzugehen. Ne? Und nicht, so nach dem Motto, ich mache nichts, ich mache gar nichts, bevor ich nicht die 10 überspringen kann. Ja. Und das ist das, was viele wollen, dass sie dieses Ideal im Kopf haben. Und das ist Banane. Das macht keinen Sinn. Ne? Yes. In diesem Sinne, ciao.